Lösungen und anwendbare Strategien raus aus der Akquisekrise. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Akquise nicht mehr mit dem Begriff Krise verbinden, sondern dass Sie sagen, hey, das ist doch okay, das macht doch Spaß. Die Chance, einen Neukunden zu gewinnen, ist mir so wichtig und ist so groß, das macht tatsächlich Spaß. Suchen Sie tatsächlich auch Neukunden, die sympathisch sind und die zu Ihrem Unternehmen passen. Ich habe in 2007 gleich viel Kunden gewonnen, aber auch gleich viel abgelehnt, weil ich gemerkt habe, ich glaube, das bringt nichts. Auf Strecke ärgern wir uns. Der versteht mich nicht und umgekehrt vielleicht auch. Und Sie brauchen eine persönliche Selling Story, das heißt eine Version, eine Vertriebsgeschichte am Telefon, die neugierig macht und auch eine große Version fürs private Clubhaus, das heißt schließlich und endlich, wenn Sie bei dem Entscheider sitzen. Haben Sie sowas? Gehen Sie heute mit einer eingeschwungenen, eingeschliffenen Story ans Telefon und sagen, guten Tag, mein Name ist, und dann folgt ein, ja, wenn ich so sage, eine Selling Story, die Sie im Kopf bereit haben. Und wenn die nach 3, 4 Wochen nicht funktioniert, die Sie auch mal feintunen, haben Sie sowas? Das ist enorm wichtig. Denken Sie über Ihre Schwächen nach. Was machen Sie, wenn Sie an einem Punkt in einem Verkaufsgespräch sind, wo Sie merken, da komme ich nicht mehr weiter? Kennen Sie diesen Punkt? Und wenn Sie den kennen, dann arbeiten Sie ganz offensiv damit. Sprechen Sie es an. Kennen Sie auch Ihre Stärken im Verkaufsgespräch? Denn nur wenn Sie die kennen, können Sie die auch ganz zielgerichtet einsetzen. Wenn Sie nie wissen, an welcher Stelle Sie wirklich gut sind. Vorhin sagte ein Teilnehmer zu mir, ja, ich kann gut pacen, also ich kann gut die Geschwindigkeit und das Gefühl und den Rhythmus von meinem Gesprächspartner aufnehmen. Das sorgt für eine sympathische Gesprächsatmosphäre. Prima, wenn Sie das wissen, dann müssen Sie nur regelmäßig halt in so eine Situation kommen. Ja, Verkaufsgespräche früher, gestern, heute, ganz kurz. Wie lange spricht Dr. Wissenquatsch denn schon? Ja, über eine Stunde. Und worüber redet er? Ja, das sagt er nicht. Ganz, ganz oft werden Sie dann, guten Tag, mein Name ist Holger Bröhr, darf ich Ihnen mal 50 Folien vorstellen, ja, und dann muss der arme Kerl sich das Gegenüber antun, ja, und dann hoffen Sie, dass Sie nachher sagen, ja, was trennt uns hier vom Auftrag, war doch was Schönes dabei, ja, und dann unterschreiben Sie schon. Das gab es wirklich, oder gibt es noch. Früher liefen Verkaufsgespräche so ab, 5% Eröffnung, 10% Interviewphase, 15% Vorführung, Einwandbehandlung, und zum Schluss wurde sich 45% dieses gesamten Aktes um den Abschluss gekloppt. Preise, Rabatte, dies will ich noch haben, das will ich noch haben. Der Profiverkäufer von heute sollte es wie folgt machen, er braucht 45% vertrauensbildende Maßnahmen. Wie schaffe ich denn eine vertrauensbildende Maßnahme? Wie funktioniert das am Telefon? Sie müssen sich authentisch wirklich für jemanden interessieren. Sie müssen Fragen stellen, Sie müssen hinhören. Was noch? Gibt es noch eine vertrauensbildende Maßnahme? Bitte? Genau. Ne? Lachen verbindet, macht auch Spaß. Und Sie müssen in der Lage sein, über sich etwas Privat-Persönliches zu erzählen. Können Sie das? Bitte? Ist schwierig, zugegeben. Es muss ja natürlich auch authentisch sein. 25% Bedarfsargumentationsentwicklung, Demo, Vorführung, 10% Einwandbehandlung. Und wenn Sie hier oben alles richtig gemacht haben, ist der Abschluss eigentlich nur eine logische Konsequenz. Und wenn du willst, dass man nicht versteht, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft für uns als Verkäufer, dann müssen Sie schon mal hinhören, mit dem Bauch und mit Ihren Ohren. Und die Königsklasse der Neukundengewinnung besteht darin, dass Sie innerhalb von drei Sekunden ein Unternehmen dazu bewegen, Ihnen unbegrenzte Aufmerksamkeit zu schenken, ohne dass irgendeiner da ein Risiko eingeht. In 3 Sekunden, das ist die sogenannte Attention Span, die Sie am Telefon haben, zwischen Neugierde und Angst, ja, beimjenigen, wenn Sie da anrufen, haben Sie 3 Sekunden Zeit, ihn neugierig zu machen, oder er hat Angst und sagt, nee, der will mir nur was verkaufen, ich höre jetzt nicht mehr hin. Und dafür brauchen Sie wirklich eine eingeschwungene Selling Story, die neugierig macht. Ergo ein faires Tauschgeschäft. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Kunden kaufen oft auch nicht, weil sie irritiert werden. Nicht, weil sie irritiert sind, sondern vielleicht durch uns sogar irritiert werden. Hat schon mal jemand Tomatensauce im Supermarkt gekauft? Wenn Sie da lang gehen, sehen Sie 7 Meter rote Tomatensoßen. Ja, und weil Sie das alles gar nicht verstehen, was machen Sie? Kaufen Sie das, was Sie kennen, Miracoli? Oder bevor Sie irgendwie eine neue Marmelade kaufen, kaufen Sie Nutella? Gibt es ganz oft. Das irritiert uns, wir kommen damit nicht klar, also bleiben wir bei dem Altliebgewonnenen. Große Verluste durch Konfusion. Ein schlechtes Verkaufsgespräch ist übrigens ein Gefangenendilemma, ein klassisches Paradoxon, ein Negativ-Nullsummenspiel.
keiner gewinnt. Wenn beide verlieren wollen, wenn beide gewinnen wollen, verlieren beide. Gibt es ganz oft. Was ist eine Sales-Story und wie ist die aufgebaut? Bitte? Was haben Sie da nicht verstanden? Ich spule nochmal zurück. Ja, Verkäufer werden oft dazu gedrillt, zu sagen, raus ist aus. Du musst heute verkaufen. Es gibt keine zweite Chance. Sie geben da so viel Druck drauf, ja, dass sie völlig aus den Augen verlieren, was ist überhaupt wichtig und was will mein Käufer denn? Der will natürlich auch seine Interessen wahrnehmen und durchsetzen. Also am Ende des Tages verlieren beide. Weil er fühlt sich genötigt, der Verkäufer macht viel zu viel Druck auf, kriegt den Deal natürlich nicht. Und am Ende des Tages, das ist das Dilemma, verlieren beide. Und sie sind natürlich bei demjenigen auf der Mordliste ganz oben, weil wenn sie da nochmal anrufen, vorbei. Ne?